Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nein, es gibt ihn nicht, den neuen Konsens zum Umgang mit dem Personal im öffentlichen Dienst und zu einer veränderten, wirklich veränderten Personalentwicklung und auch Personalplanung. Und es gibt auch diesen Konsens nicht im Senat. Und ich glaube, der Redebeitrag eben war ein gutes Beispiel dafür, dass man sagt, ja, es gibt da so ein paar Probleme im Vollzug, aber das kriegen wir schon hin. Und ich glaube aber, dass es dem Problem nicht angemessen ist und der Komplexität, was Sie hier an Problemignoranz auf der einen Seite an den Tag legen und auf der anderen Seite als Lösungsangebot der Stadt zur Verfügung stellen. Schauen wir doch, Sie haben ja selber die Bürgerämter benannt. Schauen Sie doch mal, wann Sie einen Termin bekommen. Schauen Sie, wenn Sie umgezogen sind und ja auch laut Meldegesetz innerhalb von 14 Tagen sich ummelden müssen, wann bekommen Sie einen Termin? Also Sie können gerne parallel schauen hier im Online-Verfahren. Ich nehme den Termin, wenn Sie einen finden, vor dem 11. Mai. Es gibt noch einzelne Termine am 11. Mai. Und ich glaube, das ist ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist. Das gilt selbstverständlich auch, wenn Sie einen neuen Personalausweis brauchen und für viele, viele andere Dinge. Hier haben Sie angekündigt, schon im Herbst, dass Sie in jedem Fall mehr Personal in diesen Bereich schicken. Und dann folgt aber natürlich nicht die Erkenntnis, und das hätte ich mir gewünscht, zu sagen, aber übrigens, die Marktsituation und die Notwendigkeit, sich einzuarbeiten, ist inzwischen so, dass das eine Weile braucht. Ich hätte es fair gefunden, wenn Sie gesagt hätten, wir gehen das Problem jetzt an, ein bisschen spät, weil Überschüsse macht das Land schon seit 2012. Und man hätte sich da in konzentrierter Form, finde ich, auch kümmern müssen, auch gerade in diesem, auch in diesem Bürgermahnbereich und nicht nur da. Und man versucht nicht zu sagen, die Ankündigung ist auch gleich die Einlösung des Versprechens für die Menschen, die dort arbeiten, die mehr tun, als sie tun müssten und trotzdem sehen, dass die Arbeit nicht weniger wird. Bei SIVA übrigens verfahren Sie ähnlich. Insofern hat das, glaube ich, Methode und es ist richtig zu kritisieren, was Sie tun. Die vielen Insellösungen, die es in der Tat gibt. Die Finanzverwaltung arbeitet an dem einen oder anderen Problem, die Innenverwaltung, es gibt mehr Ausbildung. Es gibt viele Menschen, die an Insellösungen arbeiten. Aber es fehlt die Entschlossenheit, das zu einer Chefsache zu machen und sich angemessen der Komplexität des Problems zuzuwenden. Ich hatte das Stichwort SIVA genannt. Hier haben Sie auch für die Bezirke ein hohes Maß, nämlich 120 Millionen neue Investitionen in die Infrastruktur angekündigt, also auch Bauinvestitionen. Sie schauen nicht zuerst, warum im Jahr 2014 von den 97 Millionen an Bauinvestitionen für die Bezirke 48 Millionen übrig geblieben sind. Sie schauen nicht erst, welche Fehler beseitigt werden müssen, und Sie gewährleisten nicht erstmal, dass die planenden und bauenden Ämter in den Bezirken und auch die Genehmigungsbehörde in der Stadtentwicklungsverwaltung personell in die Lage versetzt wird, das, was im Jahr 2014 übrig geblieben ist, zu verbauen, und zwar im Interesse der ganzen Stadt. Nein, Sie lassen eine solche Debatte nicht zu, sondern Sie machen was Disparates, was ich finde, was in der Politik nicht handelbar ist. Sie schreiben im Haushaltsrundschreiben in dem aktuellen zur Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes, dass Sie an der Personaleinsparung und an den Konzepten festhalten. Und auf der anderen Seite im informellen System öffnen Sie ein wenig den Geldhahn mit ganz individuellen Vereinbarungen. Sagen Sie mir doch, was Sie brauchen, und Sie bekommen das Geld. Das verbinden Sie aber dann sofort mit der Erwartung, dass dann punktgleich mit der Investition dann auch das eingearbeitete, geeignete und qualifizierte Personal vorhanden ist. Dass das nicht geht, glaube ich, könnte doch auch schon ein Lernprozess in dieser Stadt gewesen sein. Und damit, finde ich, organisieren Sie auch sich, aber auch der Stadt, Misserfolgserlebnisse. Wir schauen auf die Verkehrslenkung, wir können viele, viele andere Beispiele noch sagen. Und ich finde, das muss nicht sein. Wenden Sie sich diesem Thema zu, machen Sie es entschlossen und verbindlich zu einer Chefsache. Die Stadt hat es verdient und die Beschäftigten auch.